Na, ich kann's. Da. Jetzt läuft's. Aber hier überhaupt nicht. Das verstehe ich nicht. Warum? Aber. Ein Rohstofflager von Lenia Ernta ist voll. Ja, aber wie mache ich das leer? Bring da irgendwo hin. Wenn das geht. Ja. Habe ich auch aktiviert, aber. Irgendwie. Wollen sie das nicht? So, mach ich mal weg. Zwei dahin, zwei zum Grenzposten. Vielleicht geht das so besser. Dann wollen wir doch mal gucken. Wir werden rasch sein. Das wird schnell gehen. So, Elite-Krieger. Einmal dich. Einmal dich. Dich kann ich nicht. Boah. Elfischer Wintermagier habe ich jetzt. Scheiße, Fußball fängt gleich an. Ach komm, scheiß drauf. Ich muss nicht jedes Spiel gucken, ob ich speichert zu 10 Euro. Wie viel von diesen blauen Blumen hast du jetzt schon? Minus 9. Hast du schon welche in Auftrag gegeben? Mhm, aber ich kann ihn nicht bauen, weil ich 0 hatte. Ah. So. Was? Der elfische Wintermagier ist dabei. Der geht jetzt mal in meine Hauptarmee. Rohstofflager ist voll. Ei, dann bringt das wohin? Dahin am besten. Ach, scheiße. Hör, der sagt, verdammt, das ist komplizierter als ich dachte, ja. Sehe ich genauso. So. Ah. Sie hat was gewittert und das hat gestunken. So, jetzt habe ich mal ein paar Leute in Auftrag gegeben. Ja, aber wie kann man Elite-Truppen machen? Ich habe kein Gebäude, dem das geht. Oder meinst du, du hast die Verbesserung, dass das Elite-Leute sind, geholt? Bei der Arkanen Schmiede habe ich eigentlich relativ viel gemacht. Befehle? Ja, etwa? Wir müssen mehr Lenia brauen. Was hast du gemacht? Lenia? Nein, bei der Arkanen Schmiede habe ich relativ viel erforscht. Hä, wo kann man da was erforschen? Bei der Arkanen Schmiede kann man nur Sachen erforschen und keine Truppen machen. Ach so. Das wusste ich nicht. Dann erforsche ich mal alles, ne? Wie alles? Fang ihn mal langsam an. Nein. Ich hab ja ein bisschen was.
Ich habe ein bisschen was auf der hohen Kante. Das war's. Ray hat's ausgemacht. 20 Arbeiter zur Verfügung. Wo sieht man das? Mein Hauptding. Unsere Gelehrten haben eine neue Technologie entwickelt. Ah, die will ich jetzt gerne woanders hin haben. Weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber das geht nicht. Das ist schade. Weil hier kann ich einfach nichts mehr machen. Ich habe hier alles abgeholzt. Alle Steine entfernt. Ja, Stein habe ich auch nichts. Das ist so scheiße. Hier ist gar nichts. Und ich habe 20 Leute zur Verfügung. Aber wohin damit? Wir haben echt zu wenig. Wir hätten 100-fach. Ja. Mache ich einfach. Unsere Gelehrten haben eine neue Technologie entwickelt. Und, weil es kann, noch ein Bauernhof. Juhu. So, was habe ich noch? Ich weiß nicht wie, aber ich habe gerade minus 50 Flaschen bekommen. Instant, ich weiß nicht, durch was, ich angeklickt haben soll. Das sind alle behindert. So, jetzt habe ich auch ein paar Türme. Ich denke mal. Türme? Bringt die was? Unsere Gelehrten haben eine neue Technologie entwickelt. Scheiße, Stein. Mir fehlt Stein. Scheiße. Stein, Stein, Stein. Wo krieg ich Steine her? Scheiße, Verteidigung. Ich brauch Steine. Unsere Gelehrten haben eine neue Technologie entwickelt. Unsere Gelehrten haben eine neue Technologie entwickelt. Ja, hol dich rum. Stein, Stein, Stein. Es gibt nirgends Stein. Ja. Unsere Gelehrten haben eine neue Technologie entwickelt. Da, 6 Steine. Moment. Hier sind 6 Steine zur Verfügung. Ah, ist geil, die nehme ich. Bau abgeschlossen. Haben oder nicht haben. Sechs Steine, ich habe 4 auf Lager, es kostet 10 Steine. Wir bedeutet, haben kaum noch Steinaugur. Wir sollten mehr davon abbauen. Wir sollten mehr davon abbauen. Das bedeutet, ihr benötigt mehr Holz nebenbei auch noch. Quatsch. Bau abgeschlossen. Doch, ehrlich, ist es so hart. Holz habe ich genug. Oh, auch kaum noch. Scheiße. Ups. Holz habe ich gar nichts mehr. Holz habe ich bald gar nichts mehr, ja. Oder habe ich da irgendwo eine Möglichkeit, Bäume abzufällen? Hier ist alles gerodet. Da unten wäre noch ein bisschen was. Ah, da sind noch welche. Farmen. Da. Ja, mein Kind. Wie kann ich zu Diensten sein? Elfische Druiden. Hallo. Hallöchen. Was haben Sie denn für ein schönes Propulsion? So. Ich bin bereit. Ich glaube, ich habe hier den größten Karren Mist produziert, den es Spiel gibt. Hey, warte mal, zieh mal deine Leute zurück. Zieh mal deine Leute zurück. Wo denn? Warum greifst du mich denn an? Nein, ich greife nicht an. Scheiße. Nein, ich wollte nicht angreifen. Ja, dann zieh alle zurück. Au. Alter, wie schnell die sind. Ja, dann soll ich hier irgendwie Grenzen ziehen? Ich weiß ja nicht. Ich finde das ja schön und gut, dass du hier mein Nachbar bist, aber laufen diese Scharmützel hier? Ja, ich bin einfach nur vom Torbogen hier hingerannt. Einfach nur mal zu gucken, wo du dich positionierst. Ja, ich wollte hier hin zum Stein. Wir haben dich Stein angegriffen. Oh ja, das ist eigentlich auf meiner Grenze noch. Wo ist denn der Stein? So, wie kann man heilen? Ich hab da Leute, die heilen können. Naja, ist definitiv dein Stein. Ich seh den noch nicht mehr. Scheiße. Ich schätze mal, dass du die Map komplett erkundet hast, oder? In der Tat, oder? Ja, glaub schon, oder? Geht's irgendwo weiter? Es geht ja nicht mehr weiter, oder? Nee, ich habe überall auch Grenzen auf einmal. Nur da, wo wir das uns ist sehen. Die Map, der ist links und rechts von mir schwarz. Ja, genau. Kann man nicht erkunden. Ja, das ist Feierabend. Ja. Auch wenn, obwohl da Wege so theoretisch auf wären. Euren Befehl. Erwarte Anweisung. Alter, minus 538 Millionen Holz. So. Ja, ich hab ein paar Leute. Die rennen sau schnell. Wie viele Leute hab ich denn? Das
ist sau ekelhaft. Kann ich gar nicht zählen. 8. Ja, hier sind ungefähr 10. Hier sind 12, das ist stark. Und hier ist nochmal so 10. Also so um die 30 werde ich haben. Wir haben kaum noch Steinaugur. Wir sollten mehr davon abbauen. Ach so. Recht. Alter, es fehlt mir ein Stein. Verstärkter Wachturm kann ich nicht bauen. Mir fehlen Steine. Hast du versteckte Wachtürme? Nee, ich hab keine Steine. Ich hab. Und Holz hab ich auch nebenbei nicht. Ich bin voll gespannt auf die Karriere, auf die Kampagne hier. Bei Spellforce 1 da hattest du ja deinen Typ, deinen Helden und konntest durch verschiedene Dimensionen. Also durch so Tore und da konntest du in verschiedene Welten und die waren alle miteinander verbunden. Du hast die auch behalten rückwirkend, nur du konntest halt nicht bauen. Wenn du woanders warst, wurde alles wieder abgerissen auf Standard. Das war halt scheiße. Da bin ich gespannt, ob du hier quasi 38 Reiche haben kannst, die alle verwalten musst und verteidigen und so. Das ist halt extrem geil, aber so schwer. Ja. So, ist okay. Oh! Was? Die haben Arbeiter entwickelt. Ich habe jetzt 2 Arbeiter zur Verfügung. Wie Arbeiter entwickelt? Weiß ich nicht. Ich habe da irgendwas ausgebaut. Das habe ich jetzt 2 Arbeiter. Wer zur Verfügung? Sau geil. Fuck you. Aber ich habe kein Holz dafür. Efran werde ich genannt. Der ist so behindert im Kopf. Efran. Hier habe ich auch 2 Arbeiter. Wir müssen mehr Lenia brauen. Wir müssen mehr Lenia brauen. Ja, da muss ich auch machen. Ich frage mich zwar wie, aber ich bekomme keine Antwort. Ja, soll ich es dir sagen? Ja. Bitte. Lenia. Du brauchst Stufe 3, ne? Stufe 3? Technologie Stufe 3. Ja. Klickst du da drauf? Klickst auf T oder halt auf Lenia Janta. Ey, ich hab das schon gebaut, aber die bauen das. Ich hab da 5 Leute drin hier, weil die bauen das nicht ab. Wo muss ich das denn hinbauen? Danach, das, was abgebaut wird, musst du in die Lenia-Reinigungsanlage halt. Brauchst ich bin so behindert. Lenia-Ernte und Lenia-Reinigungsanlage. Dann kannst du mit der Halle der Jagd halt Elite-Einheiten ausbilden. Du sagst immer Elite-Einheiten, wahrscheinlich sind es irgendwelche Gulasch-Esser. Ja, das sind einfach nur Magier, finde ich. Also. Ich hab davon ja ein paar schon gemacht, aber... Du hast schon welche. Ja, ich will welche machen, deswegen, ich hab hier minus 500 Flaschen da oben, aber irgendwie... Ja, Flaschen hast genug. So, ich hab eigentlich jetzt meine Armee schon fast fertig. Ich kann nur 5 Leute echt? Aufnehmen und dann greif ich dich an. Willst du mich schon angreifen schon? Ja, ja. Und zieht sich das ja, ja ewig. Beziehungsweise, du wirst mich eh abwehren, die erste Welle. Wie denn? Dann geht es nur noch darum, Scheiße. Du machst mir einfach nur Angst, glaube ich. Wolltest du schon mal dann grafen? Quatsch, Quatsch. Gibt's auch Titan? Titan? Ich lese hier irgendwas mit Titan die ganze Zeit, aber ich verstehe das Gebäude nicht. Ich kann da einfach nichts machen. Ich halte es richtig cool zu wissen, ach so, ob du. Hast du schon einen oder wie? Ich verstehe ja gerade irgendwas. Nicht. Wenn jetzt so richtig, gell? Meine Bevölkerung. Ich habe zu wenig Leute. Das ist was ganz Neues.
Also jetzt mal ganz ehrlich. Nicht diese Arbeiter, sondern einfach die Bevölkerung. Hey, wie viel hast du denn? Ich hab 170, 180. Also, ich hab 130. Du hast, mehr Außenposten. Nee, wir haben genau die Hälfte der Map. Wir sind quasi da am Grenzpunkt. Meinst denk du? Ich mal. Wenn ich die gerade so betrachte, hast du genau dasselbe Stück, nur andersrum. Ja, dann geht's mal los, ne? Nein! Wart noch, ein bisschen. Okay, jetzt geht's los. Nein! Mach kein... Alter! Was machst du das denn? Wir werden angegriffen! Verletzt Menschen. Sowas tötet Menschen. Alter! Du kleiner Drecksack, wo kommst du denn her? Deiner scheiß Armee. Alter, warum hast du so viele Leute? Wie? Du machst mich hier voll platt? Am Arsch mache ich dich platt. Ich hab auch keine mehr hier. Ach fuck, beide Helden sind tot. Ich weiß nicht, wie das geht. Einer unserer Helden ist gefallen. Alter, irgendwie habe ich eine leichte Übermacht. Ne, eigentlich nicht. Irgendwie, aber leicht doch. Also, du bist so ein Dummschwätzer. Alter, ich weiß gar nicht, wie ich die Sachen hier setze. Du sagst ja auch, ich habe keine Elite-Truppen dafür. Da hast du einige, ey. Ja, das ist deutlich mehr als ich. Der kleine Dummschwätzer. Wir müssen mehr Lenia brauen. Wieso hast du mehr Einheiten als ich? Warum kann ich nur 135 Leute haben? Ich finde das echt asozial. Ich verstehe es nicht. Inwiefern? Ja, warum du mehr Leute haben kannst als ich? Du hast so viele Elite-Einheiten, du hast, glaube ich, von Anfang an mich verarscht. Wir haben einen Sektor verloren. Nein, was sind denn Elite-Einheiten? Die heißen, das sind englische Zauberer und so halt. Ja, du hast doch elfische Beschützerin, hast du. Das sind englische Zauberer, englische Billigen. Ja, das sind, welche Billigen? Das sind Thurston überhaupt im Spiel. Das sind sau viele von solchen Leuten. Du hast nur Elite-Leute. Fast. Ich hab von jeder Sorte einen gemacht. Ja, von jeder Sorte ein. Das kann doch nicht sein, dass du dann 200 Leute hast. Hab ich auch nicht. Ja, das ist 100. Mindestens. Warum kannst du so viele Leute herstellen? Das verstehe ich nicht. Muss ich sagen. Also. Kapiere ich einfach nicht. Das ist in der Tat schwer zu begreifen, dann, wenn man es nicht versteht. Ja, jetzt sag doch mal. Ich weiß es nicht. Ich hab halt. Ich glaube nicht, dass ich ein besseres Gebiet habe als du, ein besseres Startgebiet. Du hast. Ich frage mich halt echt, warum? Heute rum, oh, ich bin so schwach und kann er 180 Leute herstellen. Ich wollte nie kämpfen. Ich bin halt am Erforschen. Ich baue laufend. Ich habe ja halt jetzt schon alles erforscht. Ja, ich nicht. Wie du nicht? Das kann nicht sein. Was hast du nicht erforscht? Die ganzen Grenzposten sind bei mir noch auf der Standardstube. Die kannst du noch 12? Ey, du kannst ja auch Grenzfestungen machen. Ich hab einen Außenposten. Was? Wie das? Ja, dann hast du gehst auf deine Grenzposten oder auf da die Türme. Die kannst du immer weiter verbessern. Ach so. Deswegen, ich hab 105. Ach, deswegen hast du auch mehr Leute. Ach so, deswegen. Ja gut, das wusste ich nicht. Ich bin bereit. Deswegen, das ist halt. Das ist durch den Vorteil, wenn man das weiß. Ey, gut, was heißt.
Deswegen, ich habe ja da nur lange nicht alles. Ich habe außen ja, Kosten und keine Pässe. Du konntest über 50 Leute mehr haben als ich. Das ist schon eine Menge. Das stimmt. Das ist echt eine heftige Menge. Dann machst wenn meine Armee 60 Mann groß war und du 50 Leute mehr haben kannst, ist das schon... Habe ich keine Chance. Da machst du echt nichts. Tja, jetzt ist man schlauer. Da hast du mich besiegt. Noch nicht. Das ist das Gebäude. Das ist wahrscheinlich das falsche Gebäude, gell? Schade. Das Spiel hat echt Potenzial. Ja. Ach, verdammt. Ich hab's anscheinend voll vercheckt. Ich glaube, ich gucke mir erstmal das Video von PeteSmeet jetzt mal an. Schade. Habe ich aufs Sack gekriegt. Dass man dir weiter kann. Aber Stahl, ja, wir brauchen mehr Rohstoffe. Das geht ja gar nicht. Ich finde halt das Druckmanagement extrem schwer. Ich habe keine Ahnung, wo die stehen, überall. Einer unserer Helden ist gefallen. Ja, war schon. Alter, du hast aber extrem viel gebaut. Du hast viel, viel mehr gebaut als ich. Ja, aber da geht mein ganzer Stein hin, den ich jetzt halt nicht mehr habe, für die Erweiterung der Grenzposten und sowas. Oh. Wie schnell du meine Ballisten kaputt gemacht hast, das ging ja gar nicht klar. Aber du hast die Hyphorant genommen, erzählt. Die Hyphorant? Die Zauberin, die kaum was aushält, aber austeilt wie so... Achso, ich habe einfach mal die drei Dinger genommen, die mir am ansprechendsten waren. Als erstes habe ich einen Tank geholt, dann die Nahkampfschaden, dann irgendwie noch so eine, irgendeine Zauberin. Keine Ahnung, genau. Der Hyphorant hält echt kaum aus. Kaum was aus. Wenn man gerade sieht. Aber du hast noch nicht kaputt gemacht, oder? Jetzt kaputt. Jetzt ist er kaputt. Mit zwei Leuten nach ein paar Sekunden. Das ist schon krass. Aber du bist noch nicht besiegt, gell? Ja, eigentlich schon. Ich kann 125 Leute haben. Hab kaum Rohstoffe. Vorbei. Noch nicht ist scheinbar. Quatsch, Alter, guck mal, wie viele Leute du hast. Du hast auch sau starke Leute ab und zu. Kommt der einfach mit Elite-Einheiten, ey. Das, da fühlt sich mich voll. Ey, du hast mich da angegriffen. Ich wollte nicht. Du hast gesagt, du hast keine. Ich weiß nicht, dass ich wusste nicht, dass es Elite-Einheiten sind. Ja, ja, weil komm. Es gibt ja nicht so viele Einheiten, so hast du. Du kleiner Drecksack, du. Ich sag denen alles, so kannst du Steuern machen und so das und das, weißt du? Man kann die Grenzposten erweitern. Ja, ja. Ey, gut, ich dachte, das weißt du. Weil. Ja, hätte ich was wissen müssen eigentlich. Oh, ey, gut, ich weiß, warum du verloren hast. Warum? Direkt an deiner Siedlung kannst du in die Festung nach unten nach rechts gehen. Da wird ich gerade von Spinnen angegriffen. Das heißt, du warst da gar nicht. Du hättest da viel mehr Posten noch entdecken können. Hä, wo? Das kann ich dir leider nicht sagen. Wo? Direkt da, wo deine ganzen Festungen waren und so. Ja, wo kann man da hin? Und da kann man nach Süden über eine Brücke. Und da gehe ich gerade lang. Da habe ich gerade Spinnen kaputt gemacht. Hier ist noch ein Außenposten, den ich errichten kann. Du meinst in der Festung drin? Nee, wo? Genau. Nach unten rechts. Wahrscheinlich ist das bei dir nach oben links, musst du dann gehen. Über so eine Brücke. Das sind auf jeden Fall noch ein paar Posten, so 3, 4. Wir haben den Sektor verloren. Ah, jetzt ist da unten. Guck da, wo ich bin. Ja. Das sind so viele Posten. Siehst du, Alter, das? Ich hatte. Nichts. Ja, guck mal, wie viele Posten ich hatte. Ich hatte 3, 4 Stück und du hattest 100.000. Ey, guck mal, ich hatte ja die ganze Seite von mir. Deswegen habe ich schon gesagt, ich kann nirgendwo mehr hin. Außer in deine Richtung. Guck da, du hattest ja deutlich mehr gehabt als ich. Ich wusste gar nicht. Ey, dafür, dass du nur da die 3, 4 hattest, warst du aber extrem. Die waren extrem gut bei dir ausgebaut. Ja, ich hab mir schon gedacht, so irgendwas stimmt hier nicht.
Weil so viel Schwarz auf der linken Seite, so viel Schwarz auf der rechten Seite. Ich habe ja auch gesagt, ich habe ja auch Schwarz am Rand, aber ich wusste nicht, wie du das meinst. Ja. Guck da, ich hatte ein Achtel oder so gehabt. Du hattest die Hälfte fast. Ich habe ja links komplett ja die Hälfte hatte ich. Deswegen hättest du das Gebiet erobert, so wie ich. Hätte mir ungefähr das selbe Gebiet gehabt. Das geht nur da oben lang, oder was? Oder wie kann man da hin, rechts? Ich, bei dir ist die Karte verdreht, oder? Wo bin ich denn bei dir? Oben, unten links oder oben rechts? Mein Hauptgebiet. Unten links ist dein Hauptgebiet, bei mir ist oben rechts. Ja genau, wenn du dann da bist, dann geh mal Richtung Zentrum, wo wir uns getroffen haben. Hä? Warte, wo war ich denn? Da also war du ich. Halt, du hast halt gar nichts erobert. Ja, richtig. Hier direkt über dir sind noch so Skelette mit Truhen, die da rumstehen, die du plündern kannst. Guck da, ich hatte halt gar nichts, du hattest alles. Alter, du hattest aber richtig, das bessere Gebiet. Ach Quatsch, das war ja spiegelverkehrt. Nee. Das ist nicht genau spiegelverkehrt, aber man hat es schon ein bisschen anders verteilt. Ja, ne? Unwissenheit schützt nicht vor Niederlagen. Ist leider so. Alter, und das Tal, was du da hast. So viel Blumen, dass da die blauen Seen. Und Stein noch ohne Ende. Stein? Ich hab Steinbrüche komplett aufgebaut. Und noch mehr. Du hattest ja nur ein, zwei insgesamt gehabt. Alter, wie wenig ich hatte. Du hast ja gar nichts getan. Ohne Spaß, du hattest vielleicht 20% von der Karte. Ich 50 und 30% hast du gar nicht. Ja. Nachgeforscht. Sagen wir eigentlich, ich hatte 15%. Ich habe 35% nicht. Nee, ich habe mehr nicht nachgeforscht. Guckst du an. Ja, du hast das du Stück hast hier. Du hast einiges halt schon gehabt. Ich hatte auch, dann hatte ich 40%, du 5 bis 10 und der Rest war unerforscht, weil er auf deiner Seite war. Ja. Ich sage schon, ich hatte 45% und 10% sind Grenzen. 35% waren nicht erforscht. Ja, locker. Hat so 10% von deiner Kapazität. Ja, ne? Du hättest locker das Dreifache haben können. Ich habe mich schon gewundert, also, irgendwas stimmt da nicht. Du hast 120 Truppen, also hast du irgendwas richtig gemacht. Du hast die Dinge ausgebaut. Nicht alle, glaube ich. Mein Bester ist ein Außenposten. Ja, ne? Scheiße war's. Ja, du hast doch genau dasselbe mit den Blumen. Das ist genau spiegelverkehrt. Du kannst oben auf meine Sicht gehen. Na gut, wo wusstest du vermutlich, gell? Was? Oben in der Zuschauersicht. Da kannst du aktuelle Sicht Jugo frei zusehen und auf dich. Aktuell? Ah, also, so. Halt, ne? Ah, okay. Geh mal auf mich. Alter. Was ich alles... Ja, deswegen. Aber ich hatte das Beste, was ich hatte, war ein Außenposten. Ja, sieht man mal. Karte doch gründlicher erforschen. Doch, besonders das Geile ist, Mann, wo war denn das? Ich hätte mich so abgezogen. Du hast alles ausgebaut oder deine Außenposten. Da hier, du hast dafür stimmt, da mit den Spinnen. Hier. Siehst du, wo ich bin? In der Mitte der Karte. Da, wo wir aufeinander gecrashed sind. Auf der rechten Seite ist noch so ein Überbleibsel mit Ruinen. Und so ein Tor. Da liegen Spinnen rum. Hast du die kaputt gemacht oder nicht? Nee, die hast du kaputt gemacht. Aber die habe ich sogar entdeckt. Bin dann wieder nach oben gegangen. Ja, genau. Das war ganz am Anfang des Spiels. Und ich dachte mir, ich bin so schwach dafür. Hab dann nie wieder dran gedacht, da hinzugehen. Ja, und direkt da ist ein Außenposten. Und direkt da kommt man zu den ganzen Feldern. Oh, ich Idiot. Nur weil ich einmal dachte, oh, mein Held könnte sterben. Alter, das sind aber richtig viele Thronen auf der Seite. Thronen? Ja, Thronen habe ich auch nicht eingesammelt. Habe ich irgendwie, keine Ahnung. Ich hatte vielleicht 3 oder 4 auf meiner Seite entdeckt. Vielleicht sind noch irgendwo welche, vermutlich. Alter, wie dumm. Alter, das ist richtig ärgerlich. Ich habe schon Angst gehabt. Die erste Welle habe ich kaputt gemacht. Ohne Probleme. Die zweite Welle hatte ich extrem gezogen. Und da habe ich gedacht, fuck, da kommt doch noch so viel, was da irgendwo haben muss. Ja, ich hatte ja nicht so viele Leute. Nee. Weil, wie auch, ne? Da hat es auch nicht viel weniger Leute dafür, dass du nur 3 Außenposten doch. Machst. Also du hast schon über doppelt so viel gehabt. Hat man gemerkt. Wie viel konntest du insgesamt haben? Ich glaube, 125 war das höchste. Ja, und aber ich, da und gehen ich ja noch 300. Träger drauf. Oder so. Ja, bei mir auch. Ich habe ja viel mehr Träger als nee, glaube ich jetzt nicht. Prozentual gesehen. Ja, prozentual gesehen? Ach, weiß ich nicht. Jetzt zurück ins Hauptmenü. Willst du eine Statistik haben?
Ich gehe mal auf zurück ins Hauptmenü. Oder? Ja. Vielleicht kommt man da oben noch in der Taskleiste. Ah, hier, Statistik. Echt? So. Fuck. Hä, hey, hier ist doch eine Statistik. Ich bin gerade ins Hauptmenü gegangen. Ja, ja, ich auch. Ich hab. Und dann kommt die Statistik. Ja, da steht 0% Cleaning Up. Was? Ist das Spiel aufgehangen? So. Militärpunkte habe ich 4600, du hast 7400. Wirtschaftspunkte habe ich 84.000, du nur 58.000. Okay, ich verbessere deine Wirtschaft. Heldenpunkte hast du ein bisschen nicht mehr. Viel, das war nicht viel. Ach, siehst du es jetzt? Ja, jetzt ist es klar. Gesamte Punkte. Gesamtpunkte hast du auch mehr. Allein, was hast du in der Wirtschaft? Ja, gut, du hast deine ganzen Grenzposte ausgebaut. Deswegen hast du ja gesagt, du konntest nichts mehr ausbauen. Ja, ja. Ich hatte noch 20 Grenzposte zum Ausbauen. Aber ich wäre nur lange nicht fertig gewesen, hätte ich alles entdeckt und so. Nee, deswegen, ich hatte ja alles parallel laufen. Ich hatte alles schon auf Außenposten und dann wäre, glaube ich, schon eine Festung oder Zitadelle gekommen. Ja, ich war echt bisschen verwirrt dann. Stellte Einheiten habe ich 91. Militär. 91. War nicht viel Unterschied. Ja, aber wie viele. Bei mir sind ja welche schon gestorben. Zerstörte. Ja, du hast mich auch angegriffen, hatte ja auch noch einen Wachturm, glaube ich. Ja, der hat schon einige mitgenommen. So. Wirtschaft. Ich habe nur 7 Gebäude mehr errichtet und hat 4-mal so ein großes Grundstück. Weißt du? Technologien hat mir beide alle. Ja, ich meinte, ich musste ja irgendwas errichten, weil ich hatte halt. Eingenommene Sektoren. Ich hatte nur 6 Stück mehr. Aber gut, das heißt nur. Du hast doch 7 Stück gehabt. Ja. Wie gesagt, doppelt so viel hast du eigentlich halt, ne? Helden. Gesammeltes Gold. Ja gut, 22.000, du hast 9.000. Du hast ja halt so keine Typen kaputt gemacht. Hast du immer mal 400 und so bekommen für einen Gegner. Gewonnene Erfahrung. Genutzte Fertigkeiten, wusste ich gar nicht, wie das geht. Ja, habe ich dann auch kurz entdeckt. Kurz bevor meine alle gestorben sind. Ja, Verlauf. Guck mal hier, ne? Lange Zeit. Armeegröße ist das ja nur. Ach so. Armeegröße. Warte, ist es echt Armeegröße? Ey. Armee war extrem ausgeglichen. Es war echt komplett ausgeglichen. Ich hab dann nur kurz vorher noch so Bauern gemacht, die aber schon irgendwo hingeschickt. Dein Vorteil war erstmal, ich habe dich angegriffen. Da hast du mich von mehreren Seiten. Du hast meine schwachen Truppen von hinten angegriffen. Ja, aber Basisgröße hier ist auch nicht so viel Unterschied. Basis. Vor allen Dingen hast. Ich war nie schlechter bei Basisgröße. Sektoren. Da haben wir gleich angefangen. Und dann bei mir zack, 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 zack. Ab Minute 20 hast du mehr entdeckt und ich. Ja, ich bin da richtig abgegangen. Ja, ne? Ressourcen gesammelt. Alter, da bin ich so abgegangen und auf einmal du, guck dir mal deine Schwankung an, was hast du da gemacht? Alter. Ich glaube, das waren die Fische. Ich hatte 4 Bauernhöfe oder so. Ich hatte keine Nahrung laufend. Ressourcen im Besitz. Ja, da warst du dauerhaft um einiges. Alter, Vater. Ja, ich konnte es ja auch nicht die ganze Zeit ausgeben. Du hast die ganze Zeit ausgegeben, du hast neue Sachen gebaut und so. Ja, deswegen. Aktive Arbeiter. Da habe ich aber dann am Ende 5-fache. Ja, du hast auch mehr Arbeiter gehabt. Ja. Testlevel. Ja, ja, gut. Guck mal, wie viel früher ich da war. Du warst einiges vorher. Ja. Krass. Ja. 20 Minuten da fast, der Unterschied. Guck mal, nach 6 Minuten hatte ich ja schon meine erste. Ja, ne? Hätte ich das... Ja, ich hätte dich platt machen können. Du hast so gewascht, du hättest ein bisschen mehr dich auf die Map konzentriert. Ja, ich hab's ja voll vergessen. Egal. Erfahrung, ja gut, da haben wir relativ was. War in Ordnung. Gold, das ist unnötig. Gold im Besitz. Aber wir haben beide kein Gold ausgegeben. Ja. Ach, dafür waren die Händler. Ja, die Händler, ne? Ich dachte erst, die Händler wären dazu da, dass man Steine kauft. Boah, das Spiel, das ist, ich weiß nicht, ob das so viel Potenzial jetzt noch hat. Wenn du direkt jemanden auf die Eier gehst, du musst einfach nur zu deinem Hauptgebäude quasi vorkämpfen, das drumherum interessiert mich. Ja, es gibt ja mehrere Modi. Stimmt. Es gibt ja, warte, ich kann ja. Eroberung, vernichte alle Truppen und Sektorenzentren eurer Gegner. Oder halt das Kapitol zerstören. Oder halt das Team mit den meisten Siegpunkten am Ende der Runde gewinnt. Achso, sammelt Siegpunkte, indem ihr Sektoren einnehmt und haltet. Ich glaube, da hättest du gewonnen.